Herr Ministerpräsident, ich bedanke mich für die Abgabe Ihrer Regierungserklärung und als Präsidentin des Hohen Hauses darf ich mich ausdrücklich bedanken für Ihre Ausführungen, was die Rechte des Parlaments anbelangt gegenüber dem Bund und Europa. Dankeschön, das war ganz in unserem Interesse und unsere Auffassung und auch unser Bestreben. Vielen Dank. Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne jetzt die allgemeine Aussprache. Ich darf auf den Ältestenrat zurückgreifen. Ich darf also sagen, dass wir jetzt so 68 Minuten, etwas aufgerundet pro Fraktion, auch eine Redezeit haben. Ich kündige das nur an. Wie das dann von den einzelnen Fraktionen gehandhabt wird, das ist dann in der eigenen Entscheidung. Ich eröffne die Aussprache und darf als erstes dem Vorsitzenden der SPD-Landtagsfraktion, Ihnen, Herr Kollege Rindersbacher, das Wort erteilen. Bitte schön, Herr Kollege. Nun spricht Markus Rindersbacher. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Ministerpräsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Hohes Haus. Wir stehen vor einer gewaltigen Aufgabe. Es gilt, unsere Heimat Bayern in eine gute, in eine noch bessere Zukunft zu geleiten. Eine Herausforderung, der sich alle im Landtag vertretenen Parteien verschrieben haben, daran gibt es keinen Zweifel. Wir müssen unsere Spitzenplätze in Bayern, die wir in so vielen Bereichen belegen, verteidigen. Und wir müssen die Aufholjagd beschleunigen, wo wir noch zurückliegen. Im Gesamtbild steht der Freistaat im 95. Jahr nach seiner Ausrufung durch den Sozialdemokraten Kurt Eisner gut da. Viele Wirtschaftsdaten sind beispielhaft. Die Arbeitslosigkeit auf erfreulich niedrigem Niveau. Die Kriminalitätsrate im Bundesländervergleich gering. Vielen Menschen in Bayern geht es gut, einigen sogar sehr gut. Doch wo Licht ist, da ist auch Schatten. Und es ist unsere erste Pflicht als Abgeordnete des Bayerischen Landtags, uns nicht in Selbstzufriedenheit zurückzulehnen und von einer vermeintlichen Vorstufe zum Paradies zu fabulieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dass es uns in Bayern so gut geht, haben wir zuallererst dem Fleiß und dem Tatendrang der Menschen in Bayern zu verdanken. Das betrifft natürlich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gleichermaßen wie auch unsere bayerische Unternehmerschaft. Sie sind die Garanten unseres ökonomischen Erfolgs. Es geht mir dabei aber nicht nur um jene, die in den Betrieben und Unternehmen sehr gute Arbeit leisten. Es geht mir auch um Besonderen, um diejenigen, die sich im Ehrenamt um unser Gemeinwohl verdient machen. Knapp jeder dritte Mitbürger, jede dritte Mitbürgerin in Franken, in Schwaben, in Altbayern setzt sich in der Freizeit für Gottes Lohn für unsere Mitmenschen ein. Dieses millionenfache Engagement in Vereinen und Initiativen, bei den Feuerwehren, in Kirchengemeinden und bei Wohlfahrtsverbänden, in Selbsthilfegruppen und Nachbarschaftshilfen macht das Soziale, das Menschliche und damit das sympathische Gesicht Bayerns aus. Darauf sind wir gemeinsam stolz. Und wir danken allen, die sich Tag für Tag uneigennützig in Bayern in den Dienst der Mitmenschlichkeit stellen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, als jüngerer Abgeordneter im Bayerischen Landtag ist es mir ein besonderes Anliegen, der älteren Generation in Bayern für ihre Aufbauarbeit zu danken. Die Erfolge des Freistaats gehen ganz wesentlich auf den vorbildlichen Einsatz und Aufbauwillen unserer älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger zurück. Sie haben ein Anrecht darauf, ihr Leben in Würde und Wertschätzung führen zu können. Wir brauchen in Bayern die Erfahrung, die Urteilskraft und die Besonnenheit der älteren Generation, um politisch und wirtschaftlich das Gleichgewicht zu halten. Die SPD-Fraktion arbeitet für ein Bayern, in dem Jung und Alt gut zusammenwirken und generationenübergreifend zusammenarbeiten. Es freut mich, dass der Ministerpräsident sein Bild vom Älterwerden verändert hat. Herr Ministerpräsident Seehofer hatte noch vor 5 Jahren alle Kabinettsmitglieder über 60 Lebensjahre regelrecht aufs Altenteil abserviert. Von der Defizitsicht zur Kompetenzsicht spricht er in seiner Regierungserklärung 5 Jahre später. Eine neue Erkenntnis. Herr Ministerpräsident, wir begrüßen das. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir leben in einem lebenswerten und in einem liebenswerten Land. Wir wollen, dass dies auch in Zukunft so bleibt. Wir arbeiten für ein menschliches und für ein modernes Bayern.
Ein Bayern, in dem sich alle Bewohnerinnen und Bewohner zu Hause und heimisch fühlen, egal ob sie hier geboren wurden oder zugereist sind, ob in der Stadt oder auf dem Land, egal ob Mann oder Frau, alt oder jung, gesund oder krank, unabhängig von der Religionszugehörigkeit, der Weltanschauung, der Herkunft oder der sexuellen Orientierung. Die Menschen in Bayern sollen hier ein freies, ein selbstbestimmtes und chancenreiches Leben führen können. Sie sollen sich dabei gut aufgehoben fühlen. Dafür machen wir Sozialdemokraten hier im Bayerischen Landtag Politik. Das ist die politische Verantwortung, die wir wahrnehmen, meine Damen und Herren. Das Lebens- und das Liebenswerte in Bayern ist in vielen Jahrhunderten entstanden. Es ist nicht das Erbe einer Partei. Das Gute und das Schöne in Bayern hat kein Parteivorsitzender und kein Generalsekretär und kein Funktionärsgremium, ganz gleich welcher Partei er arbeitet. Die herrlichen Landschaften, die wertvollen Traditionen und Bräuche, unsere wunderbare Kultur, um die uns viele beneiden, ja, es ist ein Glück, in Bayern zu leben, Herr Ministerpräsident. Feuerbach hat recht. Auch das kann ich unterschreiben, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir gleichen heute unsere politischen Vorstellungen ab, was getan werden muss, um unsere Heimat auf einem guten Kurs zu halten bzw. auf einen guten Kurs zu bringen, wo es noch nicht der Fall ist. Ich will mich dabei auf einige wenige Schwerpunkte konzentrieren. So sehr die allgemeine Aussage, Bayern geht es gut, stimmt, wer wollte dem ernsthaft widersprechen, so sehr zeigen sich in der Detailansicht Brüche und Fehlentwicklungen in den vergangenen Jahren. Aus meiner Sicht gibt es vier zentrale Herausforderungen, die die bayerische Landespolitik mit Nachdruck angehen muss. Punkt 1. Der fortschreitende demografische Wandel beeinflusst das Leben in unserer Heimat zunehmend. Es werden zu wenige Kinder geboren. Zugleich steigt die Lebenserwartung erfreulicherweise an. Diese Entwicklung erfordert ein aktives Handeln der Politik und der Gesellschaft. Unser Bayern der Zukunft ist ein Land, in dem Stadt und Land Hand in Hand gehen und kein Landstrich abgehängt wird. Punkt 2. Der wirtschaftliche Fortschritt in Bayern ist kein Selbstläufer. Unser Bayern der Zukunft ist ein Land, in dem Wirtschaftspolitik nicht alleine dem Markt überlassen bleibt, sondern der Freistaat seine Verantwortung vorausschauend und gestaltend wahrnimmt und Rahmenbedingungen schafft, die der bayerischen Wirtschaft Entwicklungsperspektiven eröffnen und faire Bedingungen in der Arbeitswelt herstellen. Ein dritter Punkt. Bayern hat durchaus gute Eckwerte in verschiedenen Bildungsstudien erzielt. Aber im Freistaat sind die Chancen unserer Kinder zu ungleich verteilt und nach allen vorliegenden Studien so sehr vom Geldbeutel der Eltern abhängig wie in keinem anderen Bundesland. Unser Bayern der Zukunft ist ein Land, in dem kein Kind verloren geht. Und ein vierter Punkt, Bayern ist ein reiches Land. Umso mehr kann es uns als politische Verantwortungsträger nicht ruhen lassen, dass die Schere zwischen Arm und Reich im Freistaat immer weiter auseinandergeht. Das Armutsrisiko für viele Bürgerinnen und Bürger ist in den letzten Jahren gestiegen und nicht gesunken. Und unser Bayern der Zukunft ist deshalb ein Land, in dem Solidarität und Zusammenhalt nicht nur in Sonntagsreden propagiert werden. Soziale Gerechtigkeit will auch politisch organisiert sein. Dafür steht die SPD und dafür werden wir hier im Hohen Hause in den kommenden 5 Jahren Politik machen, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt sicher viele denkbare Antworten und Lösungsansätze für die beschriebenen Herausforderungen. Eine Antwort des Ministerpräsidenten erscheint uns jedoch besonders zweifelhaft, nämlich einen Heimatminister zu installieren und zu meinen, die beschriebenen Herausforderungen wären damit gelöst. Die Erwartungen der bayerischen Bevölkerung an diesen Heimatminister sind sehr hoch. Der Ministerpräsident hatte im Wahlkampf in allen 7 Regierungsbezirken versprochen, es möge Manna regnen. Der neue Heimatminister soll es schon richten. Motto: Haben Sie ein Problem, egal wo Sie in Bayern leben, dann schreiben Sie an Markus Söders Homeoffice nach Nürnberg. Die Söder-Politikzentrale kümmert sich schon. Wir kritisieren: Schon wieder sucht die CSU die Lösung für dezentrale Probleme
im Zentralismus. Ein zentral organisiertes Ministerium in der zweitgrößten Metropole des Landes. Das sogenannte Heimatministerium, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist in unseren Augen ein Marketing-Gag und die Fortsetzung des CSU-Zentralstaats mit anderen Begriffen und mit einer anderen Postadresse. Bayern braucht aber nicht mehr CSU-Zentralstaat. Davon haben wir mehr als genug und viel zu viel. Und Heimat ist auch nicht mit Markus Söders Fernbedienung zu gestalten, nicht aus Nürnberg und nicht aus München. Nein, Heimat findet dort statt, wo sie ihren Ursprung hat, nämlich vor Ort. Heimat stiftet vor Ort Identität und Charakter. Was Bayern braucht, ist mehr Dezentralität, mehr Freiheit und mehr Eigenverantwortung in den Regionen. Freiheit statt Zentralismus, das muss das Credo der bayerischen Landespolitik der kommenden Jahre sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ergänzt um das 2004 verfassungsrechtlich verankerte Konnexitätsprinzip, wer anschafft, bezahlt, ist die Subsidiarität für uns Sozialdemokraten das ganz entscheidende freiheitliche Ordnungselement für den Freistaat Bayern. Subsidiarität steht für die Entfaltung der individuellen Fähigkeiten, der Selbstbestimmung und Eigenverantwortung. Um es zu übersetzen, vor Ort finden die Betroffenen bessere Lösungen und haben bessere Ideen als die Münchner CSU-Zentralministerialverwaltung. Das ergibt sich schon auch aus einem Blick auf die Landkarte. Bayern ist mit über 70.000 Quadratkilometern das mit Abstand größte deutsche Flächenland. 71 Landkreise, 25 kreisfreie Städte. Andere Bundesländer sind viel kleiner. Das Saarland mit einer Fläche nicht viel größer als der Landkreis Ansbach. Oder Thüringen und Schleswig-Holstein, jeweils kleiner als der Regierungsbezirk Oberbayern. Schon alleine deshalb, aufgrund der Größe des Freistaats Bayern, meine Damen und Herren, sollte sich eine Münchner Zentralregierung oder ein Nürnberger Zentralkomitee nicht einbilden, zu glauben, alle Antworten für jeden Winkel Bayerns parat zu haben. Wir Sozialdemokraten treten ein für ein Bayern der Regionen und gegen das durchgängige CSU-Zentralstaatsprinzip, das alles bis ins letzte kleine Detail von der Zentralstaatskanzlei und jetzt vom Heimatministerium aus steuern und lenken will. Meine Damen und Herren, die bayerische Bevölkerung hat am 15. September per Volksentscheid gleichwertige Lebensbedingungen als Verfassungsziel in unsere bayerische Verfassung aufgenommen. Dieses neu definierte Verfassungsziel wird in der laufenden Legislaturperiode unsere volle Aufmerksamkeit abverlangen. Nachdem die Regierungsfraktion einen eigenen Landtagsausschuss mit dem Titel Heimat, gleichwertige Lebensbedingungen und Infrastruktur in den Regionen abgelehnt hat, wird die SPD eine gleichlautende Heimat-Enquete-Kommission einsetzen. Der Enquete-Auftrag und die Themen liegen auf der Hand. Verbesserung der Internetversorgung, Sanierung der Verkehrswege, Erhalt der Schulen und der medizinischen Versorgung, aber auch die Begrenzung der Mietenexplosion in den Ballungszentren und die Stärkung der kulturellen Landschaft in der Fläche. All diese Themen sind für die Menschen in Bayern eng damit verbunden, wie sie ihre Heimat erleben. Und dass es hier erheblichen Handlungsbedarf gibt, dürfte im Hohen Hause unstrittig sein. Selbst der neue Heimatminister Markus Söder spricht in einem Interview mit der Bayerischen Staatszeitung inzwischen von Bayern, von einem Land der zwei Geschwindigkeiten. Bayern, ein Land der zwei Geschwindigkeiten. Herr Söder, wo Sie recht haben, haben Sie recht. Einige Beispiele. Die CSU hat es über 50 Jahre zugelassen, dass die wirtschaftliche Schere innerhalb Bayerns stark auseinandergeht. Das Bruttoinlandsprodukt, die Erwerbstätigen im Landkreis Freyung-Grafenau, liegt weit unter dem Bayern-Durchschnitt, 74%. Im Landkreis München weit über dem Bayern-Durchschnitt, 171%, mehr als 2,5-mal so hoch. Beispiel Kaufkraft. Im Landkreis Starnberg verfügte 2012 jeder Einwohner über eine Kaufkraft von 30.000 Euro. Im östlichen Bayern lag die Kaufkraft der Einwohner vielfach weit unter dem Bayern-Durchschnitt von etwa 22.000 Euro. Das, meine Damen und Herren, ist das, was Experten erhebliche regionale Disparitäten nennen. Während in Teilen Oberfrankens und der nördlichen Oberpfalz Kindergärten und Schulen wegen Kindermangels geschlossen werden,
kommen die boomenden Metropolen mit dem Bau von Kindergärten und Schulen nur mit viel Anstrengung gerade noch hinterher. Während in manchen Gegenden Bayerns dramatischer Wohnungsleerstand zu verzeichnen ist, wird der Wohnraum in den Metropolen immer knapper. Die Mieten und die Immobilienpreise explodieren hier. All diese nüchternen Fakten, meine Damen und Herren, werden mit Blick auf die sehr heterogene Bevölkerungsentwicklung in den Regierungsbezirken in den nächsten Jahren noch verstärkt. Während für Oberbayern bis 2031 ein Bevölkerungsplus von 6,5% prognostiziert wird, in Oberfranken ein Minus von 9,3%. Was ergibt sich daraus für uns als verantwortliche Politiker als Konsequenz daraus? Zunächst, so denke ich, gehört es zu unseren Pflichten, als Politiker in der Verantwortung, den Menschen vor Ort reinen Wein einzuschenken. Wir können niemandem versprechen, demografische Entwicklungen aufzuhalten und in kürzester Zeit ins Gegenteil zu verkehren. Wir leben dankenswerterweise auch nicht in einer Planwirtschaft und haben den Menschen in Bayern auch nicht vorzuschreiben oder vorzugeben, wo sie gefälligst zu wohnen und zu leben haben und wo nicht. Aber eines steht für mich fest. Die CSU reagiert viel zu spät auf diese beschriebenen Entwicklungen und sie hat deren Beschleunigung mit einer einseitigen Fokussierung auf Bayerns Leuchttürme mit zu verantworten. Und ein zweiter Punkt. Zentralistische politische Organisationsformen wie das Zentralkomitee für Heimat von Herrn Söder sind keine passenden Lösungen für die heterogenen Entwicklungen. Es muss das Prinzip gelten, agieren statt reagieren, rechtzeitige Prävention statt späte Reparatur. Dabei geht es um alle Politikbereiche, von der Wirtschaftsförderung über Schule und Hochschule, Gesundheitsvorsorge bis hin zur Dorferneuerung und zum Straßenbau. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen die bayerischen Kommunen stärker machen. Die Kommunen sind Garanten für Bürgernähe und soziales Miteinander. Sie sind ganz nah an den alltäglichen Problemen und Sorgen der Menschen dran. Vor Ort werden Demokratie und Lebensqualität erfahrbar gemacht. Und deshalb können in den Kommunen besonders pragmatische und sachgerechte Lösungen entwickelt werden und Entscheidungen aus Markus Söders Nürnberger Elfenbeinturm heraus vermieden werden. Kommunale Selbstverwaltung setzt hinreichende Finanzen voraus. Bei den Kommunalfinanzen besteht ein regelrechter Reformstau, der sich über viele Jahre aufgebaut hat und der Schritt für Schritt abgearbeitet werden muss. In der Amtszeit von Herrn Seehofer stieg das Volumen des Staatshaushalts um 22,2%, das des kommunalen Finanzausgleichs nur um 18,4%. Die kommunale Verschuldung pro Kopf ist in Bayern mehr als doppelt so hoch wie in Baden-Württemberg. Und auch hier wird deutlich, die CSU hat die Politik der schwarzen Null auf Kosten der Kommunen betrieben. Sie betreibt Zentralismus. Die CSU betreibt Zentralismus im Umgang mit den bayerischen Kommunen. Mit 76 Fördertöpfen im kommunalen Finanzausgleich und 369 Fördertöpfen außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs werden die Kommunen am kurzen Zügel der Zentralregierung in München gehalten. Herr Ministerpräsident, Sie versprechen heute Entbürokratisierung. Wir wissen, wo Sie anfangen können. Entrümpeln Sie das Dickicht an Fördertöpfen beim kommunalen Finanzausgleich und gönnen Sie unseren Kommunen die Butter auf dem Brot. Die SPD wird im Bayerischen Landtag dafür arbeiten, unsere Kommunen zu stärken, sie robust zu machen und widerstandsfähig. Dafür benötigen unsere Kommunen mehr eigene Mittel und mehr eigene Ressourcen. Machen wir unsere Kommunen stark, dann ist Bayern stark, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein zweiter maßgeblicher Zukunftsantrieb für unser Land neben der notwendigen Stärkung der Regionen muss eine starke Bildungspolitik sein. Bildung ermöglicht die Perspektive auf ein weitgehend selbstbestimmtes Leben und die demokratische Teilhabe aller Menschen an der Gesellschaft.
Bildung ist eine wichtige Sprungfeder für Aufklärung, Fortschritt, Gerechtigkeit und für Solidarität. Eine starke Bildungspolitik ist für uns als Bildungspartei aber nicht nur ein Imperativ der Humanität. Eine starke Bildungspolitik, die keine Talente auf der Strecke lässt, ist für uns in Bayern auch eine volkswirtschaftliche Notwendigkeit. Angesichts rückläufiger Geburtenzahlen und des bestehenden Fachkräftemangels benötigt Bayern mehr denn je gut ausgebildete und hochqualifizierte junge und auch ältere Fachkräfte. Die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft geht davon aus, dass bis zum Jahr 2030 1,1 Millionen Fachkräfte in Bayern fehlen werden. Dieser Fachkräftemangel entspräche einem Wohlstandsverlust von 650 Milliarden Euro in Bayern bis 2030. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir gehen sicherlich konform, dass es eines ganzen Maßnahmenbündels bedarf, um die steigende Nachfrage an gut qualifizierten Arbeitskräften in Zukunft decken zu können. Eine Weichenstellung muss landespolitisch jedoch dringend jetzt in Angriff genommen werden, die Bildung in Bayern auf allen Ebenen zu stärken, denn es dauert 1 bis 2 Jahrzehnte, bis erfolgreiche Reformen im Bildungssystem ihre Wirkungen auf dem Arbeitsmarkt entfalten. Der Ministerpräsident hat heute die Investitionen seiner Regierung in die Bildung gerühmt. Bei genauerem Hinsehen ergibt sich jedoch die nüchterne Erkenntnis, dass Bayern nur auf Platz 8 im Bundesländervergleich steht, wenn es um den Anteil der unmittelbaren Ausgaben für Schulen im Staatshaushalt geht, hinter Baden-Württemberg, hinter Nordrhein-Westfalen, hinter Rheinland-Pfalz, die die vorderen 3 Plätze belegen. Und es gibt eine zweite nüchterne Wahrheit. In keinem anderen Bundesland hängen Bildungschancen so sehr vom Geldbeutel, vom Wohnort und von der Ausbildung der Eltern ab wie in Bayern. Herr Ministerpräsident, Sie haben jetzt heute hier angekündigt, Sie wollten in der Bildungspolitik keine Reformen mehr. Aber die maßgeblichen Probleme und Herausforderungen sind doch alles andere als gelöst. Noch immer ist der Unterrichtsausfall in Bayern viel zu hoch. Noch immer sind die Klassen zu groß, um eine individuelle Förderung für unsere Kinder hinreichend zu ermöglichen. Noch immer ist die Zahl derer, die ohne Schulabschluss und dabei ohne Berufsperspektiven bleiben, zu hoch. 7.000 Schülerinnen und Schüler jedes Jahr. Die Reparaturkosten für unsere Gesellschaft steigen damit jedes Jahr. Durch eine sehr einseitige Orientierung auf Auslese vergeuden sie Potenziale und verbauen jungen Menschen ihre Lebenschancen. Das werden wir uns künftig in Bayern nicht mehr erlauben können. Eine gute Bildungspolitik ist die beste Prävention gegen Armut, gegen Arbeitslosigkeit. Deshalb sagen wir, die oberste Prämisse von Bildung in Bayern muss sein, kein Kind darf verloren gehen. Noch immer ist die Chance eines Facharbeiterkindes, das Abitur zu machen, 7-mal geringer als die Chance eines Akademikerkindes. Noch immer sind die Schulabschlüsse in den Regionen höher, wo das Geld zu Hause ist. Damit einher geht auch ein Stück weit die Privatisierung bayerischer Bildungsanstrengungen. Jedes Jahr bezahlen bayerische Familien privat etwa 250 Millionen Euro für Nachhilfeunterricht. Das sind diejenigen Familien, die es sich leisten können. Kinder aus Familien mit schmalerem Geldbeutel bleiben auf der Strecke. Und wer sich im System Spänle gar nicht mehr weiterzuhelfen weiß, der schickt sein Kind für teuer Geld auf die Privatschule. Während staatliche Schulstandorte massenweise haben schließen müssen, 700 Zahl in den letzten 10 Jahren, sind im gleichen Zeitraum in Bayern knapp 100 neue Privatschulen entstanden, davon allein fast 40 in den Kaufkraftregionen Oberbayerns, also da, wo das Geld zu Hause ist. Wohl dem in Bayern, der Geld für Bildung hat. Wir erinnern uns an die frühere CSU-Schulministerin Frau Hohlmeier. Sie konnte sich für ihre Kinder die Privatschule leisten. Die stetig wachsende Zahl an Privatschülern steht aus meiner Überzeugung auch mit der überhasteten Einführung des verkürzten Gymnasiums G8 in Verbindung. Viele Eltern halten für ihre Kinder ein langsameres, ein ausführlicheres Lernen in 9 Jahren für die bessere Variante. Deshalb bleibt die Debatte über die besten Lernformen am bayerischen Gymnasium
auch in dieser Legislaturperiode auf der Tagesordnung. Dafür werden wir Sozialdemokraten Sorge tragen, auch wenn Sie, Herr Ministerpräsident, das Thema am liebsten beerdigen würden. Meine Damen und Herren, für die SPD sind folgende drei Punkte vordringlich in der bayerischen Bildungspolitik. Punkt 1, gute Bildung von Anfang an. Nach unserem Verständnis sind bereits die bayerischen Kinderbetreuungseinrichtungen Bildungseinrichtungen. Das geht in der Kinderkrippe los. Die CSU-Zentralregierung hat das über einen viel zu langen Zeitraum negiert und ganz anders gesehen, mit der Folge, Bayern hinkt im Bundesländervergleich bei der Kinderbetreuung weit hinterher. Der Freistaat liegt bei der Betreuungsquote im Bundesländerranking lediglich auf einem enttäuschenden 12. Platz in der Statistik der Kinder unter 3 Jahre. Die bundesweit niedrigsten Betreuungsquoten weisen die kreisfreie Stadt Amberg und der Landkreis Berchtesgadener Land auf. Auch die bayerischen Städte Straubing und Kaufbeuren sind ganz am Ende. Statt im Bund mit dem Betreuungsgeld Fehlanreize gegen den Rat aller Experten durchzudrücken, das ist unsere Überzeugung, muss Bayern dringend weitere Kinderbetreuungsplätze schaffen und auch in die Qualität der Betreuungseinrichtungen investieren. Ein zweiter Punkt, der Erhalt der wohnortnahen Schule. Wo die Schule stirbt, da stirbt das Dorf. Dieser Satz ist so erschreckend wie wahr. Wie gesagt, 700 Schulstandorte mussten in den letzten 10 Jahren in Bayern schließen. Der Freistaat gibt heute 100 Millionen Euro mehr für die Schülerbeförderung im Schulbus aus als noch vor 13 Jahren. Schulbusunternehmer müsste man in Bayern sein. Das ist mit der CSU im Freistaat ein Geschäftsmodell der Zukunft, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Schulwege für Bayerns Schülerinnen und Schüler werden immer weiter und immer länger. Eine Anfahrt von 60 bis 70 Minuten und noch mal so lang für den Heimweg. Viele Kinder sitzen pro Woche länger im Schulbus als im Mathematik- und Deutschunterricht zusammengenommen. Dieser Entwicklung kann die CSU-Zentralregierung doch nicht tatsächlich tatenlos zusehen. Wir sagen, es muss die Maxime gelten, kurze Beine, kurze Wege. Der Ministerpräsident gibt heute eine staatstragende Bestandsgarantie für rechtlich selbstständige Grundschulen ab. Den Eltern, Schülern und Lehrern, auch den Bürgermeistern vor Ort, ist es eigentlich relativ egal, welche Rechtsform die Schule hat. Ihre Bestandsgarantie von heute, Herr Ministerpräsident, ist eine Mogelpackung. Denn 300 Schulen in 300 Orten in Bayern sind nicht rechtlich selbstständig. Und ich behaupte, diese Grundschulen werden Sie in den nächsten 5 Jahren schließen, genauso wie die 150 Mittelschulstandorte, die aufgrund ihrer Schülerzahl akut von Schließung betroffen sind. Gute Bildungspolitik muss alle Qualitätsstandards und Schulabschlüsse wohnortnah ermöglichen, lange Schulwege vermeiden und als Lösung regionale Schulmodelle zulassen, um gleiche Chancen in Stadt und Land zu schaffen. Mit der Schule, in der möglichst alle Schulabschlüsse unter einem Dach angeboten werden. Das ist unser Lösungsvorschlag. Verweigern Sie sich nicht weiter bildungspolitischem Fortschritt in Bayern. Und ein dritter Punkt. Wir brauchen mehr Ganztagsschulangebote. Das hatte der Ministerpräsident bereits in seiner Regierungserklärung von 2008 versprochen. Ich zitiere wörtlich. Horst Seehofer, 2008. Wir werden flächendeckend Ganztagsschulen in allen Schularten anbieten. Herr Ministerpräsident, Sie hatten eben hier gesagt, all das, was Sie angekündigt haben, haben Sie auch umgesetzt. Aber ich glaube, hier im Bayerischen Landtag ist das keine Comedy-Veranstaltung. Ich weiß ja, dass Sie Humor haben, aber eigentlich müsste es Ihnen peinlich sein, dass Sie dieses Versprechen 5 Jahre danach nochmals auf die Tagesordnung setzen müssen, weil nichts passiert ist. Die Wahrheit ist,
Nur 5% aller Schülerinnen und Schüler kommen in Bayern in den Genuss eines Ganztagsschulangebotes. Nach der jüngsten Bertelsmann-Studie Platz 14 im Bundesländervergleich. Ist das Ihr Anspruch, Herr Ministerpräsident? Unserer ist es nicht. Ein paar Zahlen, auch wenn es vielleicht anstrengend ist. Von 2.300 Grundschulen besitzen lediglich 300 Ganztagsklassen. Sie sagen ja, dass das schon eine Ganztagsschule ist, wenn es nur eine einzige Ganztagsklasse gibt. Noch nicht mal 10% der 415 Gymnasien haben auch nur eine einzige Ganztagsklasse, noch nicht mal 10%. Und noch nicht mal 10% der 365 Realschulen haben auch nur eine einzige Ganztagsklasse. Meine Damen und Herren, eine gute Ganztagsschule ist mehr als Nachmittagsbetreuung. Sie organisiert einen abwechslungsreichen Tagesablauf, in dem es Zeit und Raum für individuelle Förderung gibt. Die Ganztagsschule als Angebot endet hausaufgabenfrei, in der Regel um 16 Uhr, so soll es sein. Dann bleibt ausreichend Zeit, den persönlichen Interessen nachzugehen und sich in örtlichen Vereinen zu engagieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Bildung ist der Schlüssel zu einer demokratischen Teilhabe aller Menschen an der Gesellschaft und befähigt sie zu einer aktiven Mitgestaltung. Dazu gehören für uns auch starke Berufsschulen, lebenslanges Lernen und die Erwachsenenbildung als feste Säule des Bildungsangebots. Wir werden als SPD dafür arbeiten, den gleichberechtigten Zugang zu Bildung und Ausbildung für Menschen mit Behinderungen zu gewährleisten. Die Inklusion von Menschen mit Behinderungen im Kindergarten, an der Regelschule und an der Hochschule ist uns Sozialdemokraten eine Herzensangelegenheit. Als SPD treten wir hier im Landtag für eine moderne Bildungs- und Wissensgesellschaft ein und wir wollen echte Chancengleichheit für alle durch das Recht auf eine langfristig gebührenfreie Bildung durchsetzen. Meine Damen und Herren, in einer guten Partnerschaft mit der bayerischen Bevölkerung ist es der Opposition im Bayerischen Landtag gelungen, die Studiengebühren in Bayern abzuschaffen und der CSU-Zentralregierung ein Stück weit mehr Bildungsgerechtigkeit abzutrotzen. Dass in der Hochschulpolitik damit noch längst nicht alle Herausforderungen bewältigt sind, haben die bayerischen Universitäten jetzt mit einem Positionspapier von 11 Präsidentinnen und Präsidenten untermauert. Ein Positionspapier, das einem Brandbrief gleichkommt. Ja, man kann sagen, die Hochschulen schlagen Alarm. Dort heißt es, Bayern hinke deutlich hinter den aktuellen Entwicklungen hinterher. In der jüngsten Vergangenheit sei man bereits hinter Baden-Württemberg zurückgefallen. Frau Professorin Sabine Döring-Manteuffel wird zitiert, es geht dabei insbesondere um die Internationalisierung, Autonomie und Verantwortung, um Innovationsförderung. Es gibt zu wenig soziale Sicherheit für Nachwuchswissenschaftler. Der Wissenschaftsbetrieb sei familienunfreundlich und sie kommt zum Fazit. Wir sind nicht wirklich fit für den internationalen Wettbewerb. Herr Ministerpräsident, wir teilen ganz ausdrücklich Ihren Anspruch, Bayern bei Forschung und Innovation ganz nach vorne zu bringen. Aber die bayerische Forschungsintensität stagniert seit den 90er Jahren. Innovationshäufigkeit und Geschwindigkeit lassen merklich nach. In Bayern liegt der Anteil der Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen am Bruttoinlandsprodukt bei noch nicht mal 3% und damit deutlich hinter Baden-Württemberg und hinter Berlin. Und Bayern droht, so heißt es in dem Schreiben, weiter zurückzufallen und seine Spitzenstellung zu verlieren. Schauen Sie sich, liebe Kolleginnen und Kollegen, doch mal viele Hörsäle und Seminarräume in Bayern an. Ein aktuelles Beispiel aus Erlangen. Dort fiel im Sommer die Decke auf den Schreibtisch eines Archäologen. Einstürzende Altbauten, Asbest und PCB in der Atemluft, Schimmel im Keller. Viele Geisteswissenschaftler der Uni Erlangen sind derzeit verzweifelt, schreibt eine große Münchner Tageszeitung. Nur ein Teil des bröckelnden Betongebäudes wurde zum Semesterbeginn notdürftig saniert. Die meisten Politologen, Soziologen, Geografen, Historiker und Wirtschaftswissenschaftler konnten nicht in ihre Büros zurückkehren. Und am Eingang zum Institut steht der Warnhinweis: Betreten verboten, Lebensgefahr. Meine Damen und Herren, der gesamte Sanierungsbedarf der bayerischen Universitäten summiert sich auf 3 bis 5 Milliarden Euro. Das sollte doch in dieser Legislaturperiode zu schaffen sein, Herr Ministerpräsident. Stellen Sie sich dieses Ziel, dass dieser Sanierungsstau behoben wird.
Ich bleibe dabei. Ich bleibe dabei, der neue Hochschulminister hat eine Chance verdient, sich zu beweisen. Das hatte ich bereits vor wenigen Wochen bei der Vorstellung des Kabinetts formuliert. Ihr Arbeitsauftrag, Herr Spänle, ist klar. Sanierungsstau beheben, Arbeitsbedingungen an den Hochschulen verbessern, bessere Studienbedingungen für die Studierenden, Wohnungsnot in den Studentenstädten beheben. Herr Staatsminister, wir erwarten, dass Sie demnächst liefern und nach den obligatorischen 100 Tagen Schonfrist ein schlüssiges Programm vorlegen. Ein Superminister darf da auch gerne mal superschnell sein.